Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Stationeer. Willkommen auf der Venus. Ich bin Gairon. Der Akku ist ziemlich unten. Das hat den Grund, ich habe hier mal komplett alles eingeschaltet, was wir einschalten können, um zu sehen, wie der Strom über die Nacht reicht. Und was soll ich sagen? Ja, er reicht, bis die Sonne aufgeht. Aber es ist ziemlich knapp. Jetzt lassen wir trotzdem noch kurz alles eingeschaltet. Ich will auch noch sehen, wie stark kann sich der Akku erholen denn über den Tag, wenn hier alles eingeschaltet ist. Weil wir haben dann doch hier fast 2,7 Kilowatt, die wir hier Strom verbrauchen. Rein nur mit den ganzen Anzeigen hier. Aber ich habe in der Zwischenzeit hier die Konsolen alle beschriftet. Ich habe auch hier oben alle eingestellt. Ich musste beim Silber ziemlich lange suchen. Das hat sich irgendwie so zwischen den Zeilen versteckt gehabt. Ja, soweit, so gut. Ich habe den IC-Code, Chip, den wir da dahinter verbaut hatten, habe ich noch umgezogen. Der ist jetzt hier hinten. Der ist aber noch nicht beschriftet. Das ist das Gehäuse für die Logistik. Und das hier wird das Gehäuse für Silo-Füllstand. Hier kann ich ja Ü verwenden. Stand. So. Bestätigen. So, wir schreiben heute mal den Code, um die Silo-Füllstand-Anzeige hier hinzubekommen. Batteriestand niedrig. Wir nehmen mal einen neuen Akku zur Sicherheit. Erstens mal haben wir den Sicherheit. Zweitens können wir nachschauen, reicht die Sonne tagsüber, um den Akku voll aufzuladen. Wenn ja, können wir das so stehen lassen. Wenn nein, müssen wir noch einen zweiten Akku bauen oder eine zweite Stationsbatterie. So, dann gehen wir hier jetzt mal auf Abbrechen. Wir gehen hier auf Abbrechen. Und zwar wechseln wir hier den Code auf Silo-Füllstand, importieren hier mal, sehen, da ist der Chip leer. Gut, was wollen wir erreichen? Wir wollen die Silos auslesen und die Daten auf die jeweiligen LED überschreiben. Die nennen sich WR.LED-Eisen und so weiter. Und die Silos, da muss ich auch noch kurz überprüfen, wie ich die benannt habe. Ich muss jetzt genau wissen, wie die heißen. Die Silos heißen Silo-Punkt und dann der Name. Gut. Das müssen wir uns jetzt merken, kurz. Wir gehen hier wieder ganz normal rein. So. Hierher kommt mal weg. Also, dann brauchen wir als erstes mal Register für die LED-Anzeigen. Ich fange jetzt einfach mal mit den Registern an. Also Alias, das wäre die LED, einfach nur LED. Genau, lassen wir das einfach LED. Nein, da brauchen wir kein... Doch, Alias LED. Das reicht, das ist das Register 0. Dann brauchen wir ein Register für die Silos. Alias Silo. Das kommt in das Register 1. Wieso das Ganze? Das sehen wir dann gleich weiter unten. Dann brauchen wir jetzt die ganzen Define. Das wird jetzt eine Heidenarbeit. Define. Wir definieren zuerst einmal das Eisenerz-Silo. Wie machen wir denn das? Einfach nur Eisen. Ja, einfach nur Eisen. Das definieren wir als Hash. Klammer. Anführungszeichen. Silo.Eisen. Anführungszeichen und Klammer geschlossen. Das Ganze brauchen wir jetzt für Kupfer. Einmal Kupfer hier und einmal Kupfer hier. Dann brauchen wir das Ganze für Kohle.
Kohle hier und Kohle hier. Und ich vollende das hier mal mit den restlichen. Und ich bin zurück. Die Sonne ist untergegangen. Der Akku hat es nur noch zur Hälfte geladen. Das heißt, Akku reicht prinzipiell, um das Ganze über Nacht zu betreiben. Aber die Solaranlagen reichen nicht, um den Akku vollständig aufzuladen. Deswegen hier mal Strom sparen, was geht. Ich schalte hier die Konsolen schon mal aus, was geht. Können wir wenigstens ein kleines bisschen Strom sparen. So, weil die brauchen wir ja jetzt gerade noch nicht. Die oberen brauchen wir jetzt. Die können wir nicht gut ausschalten. So, wir schauen uns den Code an, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier definiert, alles für den Eisen mit einem Punkt sind die Hashes von den Silos hinterlegt und die Eisen, Kupfer und so mit zwei Punkten sind die Hash-Namen der jeweiligen LEDs hinterlegt. Jetzt brauchen wir nochmal zwei Defines und zwar brauchen wir jetzt noch ein Define und zwar brauchen wir hier die LEDs. Wir haben oben schon ein LED. Wie nehmen wir denn das? Define LED, LED mit einem H am Schluss für Hash. Dann kommt hier die Hash-Nummer rein. Dann brauchen wir hier die LED-Anzeige klein. Da brauchen wir diese Nummer. Ups, wieder rein. Einfügen. Hoppala. Und dasselbe brauchen wir noch für die Silos. Bein. Silo. Auch wieder mit großem H am Schluss für den Hash-Nummer. Bestätigen, dann brauchen wir hier die Silos kurz. STB-Silo, die hier brauchen wir noch. Batteriestand niedrig, noch nicht kritisch. Niedrig klingt auch schon nicht so positiv. Will hier nicht gestört werden. Da muss ich mich jetzt konzentrieren. Und Junge, Junge, was für eine Anfangsliste nur für die ganzen Namensgebungen abzukürzen. So, hier unten fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Code an. Start. Start, dass ich das nicht vergesse, schreibe ich das jetzt schon hin. Edit. Wir senden das jetzt mal auf den Chip. Export, einfach mal um zu sehen, ob er mit irgendetwas, was wir hier jetzt schon gemacht haben, ein Problem hat. Er hat schon ein Problem in Zeile 52. Zeile 52? So weit unten sind wir doch noch gar nicht. Oh. Der Code ist nicht leer. Hast du jetzt ein Problem mit dem, was ich hier schon gemacht habe? Nee, ist alles in grün. Gut. Er hat keine Probleme damit. Ich glaube, wir füllen hier noch ganz kurz etwas Akku auf. Nur so zur Sicherheit. Wie viel Kohle ist denn da drin? 20 Erz, ja, ich denke, die können wir mal durchlaufen lassen. Ja, und zwar erfüllt sich hier rasant auf. Wir warten ganz kurz. Ein bisschen lassen wir noch. 5, 4, 3, 2, 1. Das muss reichen an Strom. Das wird schon reichen. Gut, jetzt also. Wir fangen hier an. Wir wollen als erstes die Silos auslesen. Fangen wir mal hier an. Wir brauchen also noch ein Register, wo wir die Füllstände abspeichern. Alias, stopp, das machen wir weiter oben, dann haben wir die Alias da gleich zusammen. Alias, Füllstand. Üse nicht gestattet, dann gibt es einen Pullstand. Das speichern wir in Register Nummer 3. So. Dann laden wir also als erstes über
Batch-Namenbefehl. Oh, habe zwei Tasten auf einmal erwischt und genau die richtigen beiden. Wir laden über Batch-Name in das Register Füllstand. Aus dem Gerät Silo. Ctrl Copy, das ist das Silo. Daraus nehmen wir die Daten. Genau genommen aus dem Silo. Was habe ich hier vergessen? Hier kommt nicht Silo, sondern Silo H. Aus dem Gerät Silo, wir brauchen den Hash-Betrag hier. Dann kommt der Name, hoppala, Abstand, der Name des Silos. Das wäre hier jeweils, also brauchen wir hier das Silo, weil wir ersetzen dann hier das Silo mit dem jeweiligen hier und die LED ersetzen wir mit dem jeweiligen hier unten. Dann kommt hier also im eigentlichen Code der Silo. Logic-Typ wäre die 1T. Quantity, wie schreibt man denn Quantity? Y, I, nein, dann ist es I, Y, jawohl. Und davon brauchen wir das Maximum. Und dann senden wir Send Batch Name. Wir senden an die LED. LED Hash, den Namen des Geräts, das wäre hier einfach nur LED. LED. Da senden wir das Setting. Wir schreiben also darauf, was wir für eine Zahl angezeigt haben wollen. Und der Wert wäre dann hier der Füllstand. So, wir brauchen nicht. Doch, was brauchen wir hier? Nein, das brauchen wir nicht hier. Den J-Start. Wir machen das jetzt. Nein, das können wir noch nicht machen. Wir lassen das jetzt mal kurz so. Wir lassen das mal laufen, ob er hier einen Fehler anzeigt. Ist alles auf grün. Gut, soweit hat er keine Probleme mit dem Code. Er zeigt halt nur noch nichts an, weil er noch nicht weiß, was er machen muss. Gut, wir gehen nochmal rein. Das hier haben wir alles schon mal erledigt. Jetzt müssen wir hier oben noch den Teil hier unten mit Daten füttern. Und zwar gehen wir hier bei Start. Wir bewegen, also Move, in das Register Silo. Ah, das ist groß geschrieben. Bewegen wir den Hash vom Silo Eisen. Also Eisen. Punkt. Dasselbe machen wir für die LED-Anzeige. Move in LED Eisen. Doppelpunkt. Dann bestätigen wir das mal und exportieren. Und jetzt müsste er theoretisch den Füllstand von Eisen anzeigen. Gut, für Eisen haben wir das erledigt. Dann sagen wir ihm hier Charl, also springe zu und merke dir diese Zeile. Anzeige. Doppelpunkt. Wunderbar. Und das hier unten ist dann unsere Anzeige. Und hier kommt der Doppelpunkt, nicht da oben. Hier muss er weg. Und von hier unten springen wir wieder nach RA. Wir springen also
Wir bewegen die Werte Eisen hier in den Code und springen zur Anzeige, führen den Code hier aus, springen wieder zurück hier und machen mit der nächsten Zeile weiter. Dann käme hier jetzt wieder das Ganze wiederholt mit Move, Silo, Hupfer, Punkt und Move, LED, Hupfer, Doppelpunkt und dann wieder Schal, Anzeige. Und hops, exportieren. Und irgendwas hat nicht geklappt. Entweder hat etwas nicht geklappt oder wir haben kein Kupfer mehr, was ich zu bezweifeln mag. Na klar, weil wir hier unten dann nirgends mehr zurück nach Start sind, wird er da durchgerauscht sein. Jump Start, damit er der Code auch wieder anfängt von vorne. Export. Ne, wir haben einen Fehler drauf. Wo ist denn der Fehler drin? Wir haben Fehler in 63. Fehler in Zeile 63. Hat das mir hier wieder was? Wo kommt denn das her? Bitteschön. Bestätigen. Export. Fehler ist weg, die Anzeige ist da. So, dann können wir jetzt das Ganze zu Ende schreiben. Wir bewegen jetzt wieder Move. Können wir das eigentlich kopieren hier? Kopieren, das bewegen wir hier hin. Und das wäre jetzt Kohle. Halt, der Punkt muss da oben bleiben. Move. Kohle. Doppelpunkt. Schal. Anzeige. Anzeige. Dann bewegen wir Move. Das nächste wäre dann Nickel. Punkt. Apropos Nickel, weshalb ich mich für die Lösung mit den Punkten entschieden habe, wenn ich hier Nickel einfach so eingebe, erkennt ihr das noch als alte Bezeichnung für Link zum Nickel, aber der existiert so nicht mehr, da müsste man jetzt Item.ohrenickel oder so etwas eingeben. Aber das nur am Rande. Das ersetzen wir mit Halt, Stopp, Move, Silo. Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Hier kommt LED, Kohle Doppelpunkt. Hier kommt Silo. Und das wäre dann Nickel. Ja, Kickel. Genau, was ist ein Kickel? Nickel, Punkt und Move. LED, Nickel, Doppelpunkt, Stahl, Anzeige. Dann bewegen wir dasselbe für Silikon, Move, Silo, Sili. Das habe ich abgekürzt, damit es kürzer wird. Ich hatte Angst, dass wir nicht zu wenig Platz haben. Move, LED, Billy, Doppelpunkt, Stahl, Anzeige. Dann scrollen wir hier etwas weiter runter, dass wir hier noch sehen, was wir schreiben. Bewegen wir wieder Move in den Wert Silo. Schieben wir den Wert vom Blei nach. Punkt. Move in den Wert des LEDs kommt auch von Blei. Doppelpunkt, Stahl, Anzeige. Dann das Ganze noch für Gold. Move. Silo. Gold. Punkt. Gold. Schreibt man mit D am Schluss. Move. LED. Gold. Doppelpunkt. Batteriestand. Das. Okay. Noch nicht kritisch. Stahl zur Anzeige. Dann brauchen wir das Ganze noch für Silber. Move.
Kilo-Silber.move LED-Silber-Doppelpunkt-Stahl großgeschrieben Anzeige. Und wieder nach unten scrollen, man sieht wieder nicht mehr. Dann noch ein letztes Mal Move, auch diesmal noch klein geschrieben, Stilo Cobalt Move LED Cobalt Doppelpunkt. Hier kommt noch ein Stahl. Schaffe ich das jetzt noch? Stahl Anzeige. Und von hier aus springt er dann wieder zurück zu Start, Export und entweder wir haben kein Silber und kein Nickel oder bei Silber und Nickel haben wir einen Fehler drin. Angezeigt wird da hinten nichts. Wir schauen mal kurz den Füllstand von Nickel und Silber nach. Nickel können wir dann Füllstand ganz einfach prüfen. Wir haben hier noch jede Menge Nickel im Inventar. Okay, das ist jetzt der Nachteil von der Methode, weil der schmeißt das jetzt durch den Schredder und dann wird das zuerst noch etwas zentrifugiert. Das rutscht hier nicht einfach durch. Nee, das rutscht hier nicht einfach durch. Hier ist noch Elektrum drin, 0,5 Gramm. Interessant, müssen wir also noch einen Sorter einbauen, der uns dann die... Ne, das sind dann hier keine Barren, sondern das ist ein Mischerz. So, wir wollten prüfen Silber und Nickel. Silizium, dann ist Nickel hier. Wir haben 6 oder 5 Nickel am Lager. Da ist also irgendwo ein Fehler drin. Und bei Silber, da haben wir auch 4 drin. Nickel und Silber müssen wir noch prüfen. Lass mich rein da. Jawohl. Nickel und Silber sind noch auf 0. Dann schauen wir hier nochmal kurz. Silber, Silber, Nickel, 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 Nickel. Gut. Das ist alles so geschrieben. Wie sind hier die Tasten beschrieben? Hier ist die LED falsch angeschrieben. Hier ist noch ein Eisen dazwischen. Flüchtigkeitsfehler. Duck, da haben wir den Fehler. Und hier ist derselbe Fehler. Bug. Und jetzt funktioniert auch das. Flüchtigkeitsfehler beim Beschriften. Da muss man aufpassen, dass es wirklich absolut dieselben Namen hat. Gut, wir haben eine Füllstandanzeige. Wir sehen jetzt schon, wie viel Füllstand haben wir denn da überall drin. Wir sehen schon, Eisen haben wir ziemlich viel. Kupfer ist so Durchschnitt. Kohle haben wir auch ziemlich viel. Vom Rest ist es etwas mager. Vor allem Gold macht mir Sorgen. Ich hätte gehofft, dass Gold etwa ausgeglichen mit Kupfer ist. Da wir ja so viel Kabel produzieren müssen, ist beim Verbrauch Gold beinahe gleichzusetzen wie Kupfer. Ja, das Gold macht mir da wirklich etwas Sorgen. So. Dann wollen wir jetzt mal... Was haben wir denn zeitlich gesehen? Wir hätten noch 6 Minuten, aber ich habe gar keine Ahnung, was wir jetzt noch machen können. Weil den Code für das nächste hier anzufangen... Könnten wir zwar schon. Nee, genau. Hier fehlt noch Stahl drin. Wir müssen hier noch Stahl schmelzen. Ich habe keinen Stahl mehr, um die Platten hier zu Ende zu bauen. Deswegen werden wir doch gleich mal hier zusammen schauen, dass wir noch etwas Stahl produziert bekommen. Dafür brauchen wir hier die 1. Wir wollen das Ganze in die Drehmaschine einschmeißen.
Und hier brauchen wir den Hochofen, also die 2, weil wir wollen das Ganze von draußen schmelzen. Wir schalten hier drin mal alles ab, was nicht gerade laufen muss. Hier oben müssen laufen, weil ich komme da nicht mehr ran. So, dann testen wir mal zum ersten Mal die Befüllung von dem Schmelzofen. Wir bauen schon mal Stahl. Was brauchen wir dafür? Druck und Temperaturen. Stahl, wir brauchen 900 Kelvin und mindestens 1 Megapascal Druck. Wir stellen schon mal den Druck ein. Das ist sogar noch eingestellt. Sie hinten auch schon 1 Megapascal. Jawohl, das ist noch für Stahl eingestellt. Haben wir hier schon etwas Temperatur. Wir haben hier die Standardtemperatur. Gut, dann befüllen wir mal den Ofen mit Erzen. Ich denke, wir machen da 3 Stacks je. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann brauchen wir noch 3 Stacks mit Kohle. Kohle haben wir hier. 1, 2, 3. Die Weiche hier unten ist richtig gestellt. So, bin ich gerade erschrocken, als dort noch etwas geklackt hat. Aber das war etwas, das aus dem Dingens rauskam. Gut. Hier kommt schon mal Eisen an. Wunderbar, wie das hier schon geschmolzen wird. Die Temperatur passt also auch noch. Der Druck kann sich noch nicht anpassen. Hier ist geschlossen, Gott sei Dank. Muss ich jetzt wirklich dringend darauf aufpassen, dass das hier immer geschlossen ist, bevor ich befülle. So, wir haben 3x3 Stacks. Dann wären das 300, 450 Eisen, die hier reinkommen. Genau, und jetzt noch 3 Stacks Kohle dazu. Zweiter Stack. Und der dritte Stack. Und dann ist Schluss. Gut, ich habe mit Befüllen alles richtig gemacht. Dann schmeißen wir mal den Ofen an und heizen den hoch auf. Was haben wir gesagt? 900 Grad Kelvin. Das geht doch recht fix, denke ich. Oder brauchen wir da die dritte Zeile noch? Nee, das geht recht fix. Sehen wir von hier aus irgendwie auf den Akkufüllstand? Was bläst er mich denn hier weg? Achso, ja klar. Nee, eigentlich nicht klar. Hier dürfte er doch gar nicht... Ah doch, das, was hier nicht mehr gebraucht wird, das wird hier rausgepustet. So, wir sehen, der Akku ist jetzt im roten Bereich. Das heißt, wir brauchen Strom. Wir sind hier aber auf 900 Grad. Dann müssen wir hier den Hebel ziehen. Wir können den Ofen ausschalten. Und Inhalt ist leer. Machen wir hier gleich wieder zu. Junge, Junge, das ging schneller als erwartet. Rein da, solange wir noch Strom haben. Nicht, dass wir noch in der Luftschleuse festsitzen. Ja, ich hätte jetzt canceln können. Aber jetzt bringt das eh nichts mehr. So. Wir haben noch Strom. Er blinkt noch nicht. Und wir haben hier hoffentlich Stahl bekommen. Stahl, 600 Gramm sind hier angekommen. Es ist doch einfach schön, wie das hier funktioniert. So, das ist das, was mir noch zum Bauen gefehlt hat. Die Wand ist hier beinahe komplett. Man könnte zwar da oben noch schon mal schließen. Batteriestand kritisch. Hier könnte man eine Tür machen. Hier machen wir eine ganz normale Innentür. So wollte ich das.
So, ich habe noch nie eine Innentür gebaut. Immer nur diese Verbundstüren und Co. Innentür, Glas, Dreieck. Muss ich die jetzt erst aufbauen? Ich wollte das sehen, wie die ausschaut. Schauen wir die doch hier nach. Tür. So, finden wir es bestimmt irgendwo. Vielleicht noch ein E anschließen. Ha. Gut, dann ist das. Ohne Kategorie Key? Was stimmt denn hier wieder nicht? So. Innentür alle aus diesem Set. Sind Glastür, die sieht so aus. Gepolstert, Dreieck, Innentür gepolstert, dünn. Ja, ich denke, dann machen wir die Dreieck. Das passt also schon, dass wir es hier angefangen haben zu bauen. Dafür brauchen wir bestimmt irgendwas zum Schweißen, und zwar Plastik. Und einfach nur Plastik ohne Schweißgerät. Gut, die muss man noch von Hand auf und zu machen. Gefällt mir dann also gar nicht. Aber was mir hier gefällt, sind hier die Lüftungsschlitze. Das heißt, wir müssen den Raum hier nicht explizit belüften, auch wenn wir hier dann das Ganze verschließen. Aber gefällt mir wirklich nicht, dass ich das hier immer von Hand aufmachen muss. Mit man eine Glasschiebetür. Nein, Glasschiebetür passt auch nicht mehr, weil die noch in der Wand hineingeht und da schon Kabel sind. Bewusstsein niedrig! Wir verändern diese Sendung mit einem Knall. Bewusstsein niedrig. Wir sind bei der Zeit rüber. Wenigstens nicht so viel wie das letzte paar Mal. Aber wir haben doch einiges geschafft. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Es war wirklich reine Sisyphus-Arbeit, alles immer selbst dasselbe zu schreiben. Aber ansonsten, der Code funktioniert, wenn er mal geschrieben ist. Ich glaube, den speichere ich mir auch so ab für das nächste Mal. Dann kann ich den einfach so übernehmen. Gut, dann danke ich, dass ihr da gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gairon.